Der zehnte Teil des Minecraft Diamant Let's Plays. Was mache ich denn jetzt? Also hier habe ich eine Weizenfarm aufgebaut. Ich wollte ja bald eine Monsterfalle bauen, angeredet. Eigentlich werde ich in diesem Part noch nicht beginnen. Ich müsste ja erstmal früher nochmal Vorbereitungen dafür treffen. Und dafür Etage. Und hier sollte ja eigentlich eine Zuckerrohrfarm oder so entstehen. Oder hier einfach mal erstmal eine glatte Fläche. Ich mache erstmal hier eine glatte Fläche hin. Und Baum abholzen. Der ist ein bisschen hoch. Der geht gar nicht höher. Wie sieht es mit dem aus? Der geht ein bisschen höher, muss ich den dann nicht hochbauen. Reicht nicht aus. Granit. Dürfte dann erstmal reichen mit dem Baum hier. Oder ich muss noch anscheinend zwei mehr abholzen. Jetzt mal hier weiter graben. Ich hoffe, es ist auch bald kaputt. Oh ja, ich bin aber auch ordentlich am Abbauen hier. Die Diamanten hier. Hier sind Diamanten an der Oberfläche, das ist kein Fake. Und da sind auch noch Diamanten. Das ist ein anderes Biom hier. Nein, ich glaube, ich müsste auch mal, wenn ich genug Schienen hätte, dann würde ich auch erstmal gucken, wie ich in andere Biome komme. Ich glaube, ich würde dann auch gerne in ein anderes Biom gehen, also auch aus der Mega-Tiger raus und natürlich dieses Haus hier eine Basishaus verwenden, aber ich mache auch ein ganz normales Minecraft Let's Play, das werde ich eigentlich nur weitermachen, wenn ich weitere Abonnenten bekomme. Denn pro Abonnenten mache ich einen Let's Play Teil. Oh, das Haus sieht auch ganz schön aus. Jetzt mal die Schaufel aufbrauchen hier. Jetzt mal möglichst viel ebnen hier in der Fläche hier. Oh, da geht's runter. Da ist relativ viel Erde auch im Inventar. So, jetzt mal das hier zugebaut. Dieses Potfall. Oh, der da nicht. Ich grabe jetzt mal hier noch ein bisschen weiter weg.
Und der muss sich bald wahrscheinlich auch irgendwann mal abtragen hier. Dass vielleicht hier die Monsterfarm hinkommt. Die Monsterfalle. Oder irgendwelche automatische Farmen sollen hier hin. Jetzt die Spitzhacke verwenden, um hier ein bisschen abzubauen. Diamant. Je nach Lust mache ich zwischen, sagen wir mal, 0 und 3 Let's Play Teile. Und jetzt ist die Schaufel auch schon am Ende. Ich kann auch noch am besten 4 Diamanten holen. Würde ich mir ein so erstmal Spitzhacke neu und Schaufel neu. Die Spitzhacke ist auch nicht mehr lange haltbar. Jetzt müssen wir diesen Berg hier abtragen. So, ich glaube, sehr viel gerade, dass ich hier alles ab. Das ist meine zweite Dia-Schaufel, die ich hier verwende. Also das ist die zweite Diamantschaufel. Den See hier zubauen. Zack, du hast jetzt dazu gebaut. Ein bisschen Erde habe ich ja auch schon mal abgegraben. Hier erstmal weiter am Abbauen. So ist erstmal eine relativ ebene Fläche entstanden. Den Stein und den Diamanten. Stein und Diamanten will ich eigentlich raus haben aus der unteren Ebene hier. Weil hier soll Erde hin. Weil ich kann das nämlich nur auf Erde pflanzen, das, was ich haben will. Also ich will ja hier eine Zuckerrohrfarm und dafür brauche ich Erde. Deswegen muss das jetzt hier zugebaut werden. Die Diamanten hier oben, die bleiben natürlich. Ich dachte, Inventar wäre voll. Ich habe ja relativ viel Erde im Moment. So, jetzt ist mal diese Erde, mal diesen Stein. Das sind Vorbereitungen für eine Zuckerrohrfarm. Die soll nämlich hier entstehen, hier hinterm, direkt hinterm Haus. Eine Zuckerrohrfarm. Und deswegen muss hier jetzt das weggehen, der Stein. Ich mach das hier mit dem Stein durchgraben. So ist erstmal die Fläche relativ eben. Und hier mal auch noch ein bisschen weiter. Ich weiß, ist auch schon weit vorangekommen.
Sollte es auch, weil ich jetzt auch schon wieder mein Brot esse. Und jetzt hier wieder Erde hin. Was? Diamanten oder Oberfläche? So einfach customized, die Diamanten maximal hochgeschraubt sind, dass sie auch an der Oberfläche vorkommen. Das ist. So, hier. Die Sonne ist wieder am Untergehen, das heißt, ich muss mal kurz ins Bett gehen. Weg ins Bett hier. Schlafen. Also ich bin jetzt hier immer weiter hier im Aufbau. Sind zwei Zaun-Tore. Hier wird Weizen gezüchtet. Oder gefarmt. Weizenfarm. Jetzt will ich hier diese, jetzt hier mal Zuckerrohrfarm bauen. Ich kann ruhig auch erstmal manuell funktionieren. Ah, wie komme ich denn jetzt hier rein? Hier ist noch der eine Dungeon. Ich fall natürlich noch hier in diese Höhle rein. Hier will ich hier ein bisschen zubauen, damit man da natürlich erstmal nicht mal reinfallen kann. Ich will dann nämlich in Zukunft nicht mehr reinfallen hier. So weit runter und jetzt muss natürlich hier nichts mehr gemacht werden. Vier Eimer habe ich noch, aber ich habe jetzt die Erde über. Steinfeld ist auch bald weg. Also hier die Erde kann natürlich auch wieder weg. Die Wolle kann ich da auch wegpacken. Kommt nämlich in die Truhe, was man nicht braucht hier. Glas brauche ich jetzt gerade nicht, den Sattel brauche ich nicht. Die Decken sind die Eisenbahn, die kommen natürlich mit der Wertvolles rein. 56 Eisenbahn. Und hier das Holz. Ich erinnere mich nicht viel, aber die Wolle kann da zum einen rein. Kann da, nein, nicht das Fichtenholz, die Wolle soll da rein. Die Seeds nehme ich mit. Aber die Setzlinge brauche ich nicht. Erde habe ich auch wieder so viel. Erde, Erde, Erde. Erde, Erde, grobe Erde. Oh, so viel Erde habe ich hier schon. Und Diamanten habe ich natürlich auch noch welche. Diamanten auch weg. Und diese drei Seeds. Ich muss erstmal sowieso wieder. Also die Nahrungsquelle ist noch nicht wirklich ergiebig. Kommt also gerade über die Runden. So. Weiter aufzeichnen, was ich hier mache. Ja. Ja, da sehe ich das hier, aber ihr seht das nicht. Das sieht mir zum Glück nicht, weil sonst würde das nämlich die Aufnahme komplett ruinieren. Würde ich schon mal sagen. Jetzt habe ich wieder erstmal 25 Weizen, also ich komme so gerade über die Runden damit. Schafwelt verfolgt mich dazu, nein. Jetzt kann ich erstmal 8 herausmachen. Acht Brote kann ich dadurch durch diese Ladung wiederherstellen. Ich glaube, hier werde ich auch mal einheitlichen Hintergrund.
Hintergrund hier haben, dann ist das nämlich so, dass hier alles mit Erde, Stein, Kohle, sogar Diamant hier, ganz viel Diamant hier, das muss ich auch noch alles hier abgraben. Aber ich will eine exotische Holzart herholen. Dazu müsste ich dann vielleicht in den nächsten Parts, also jetzt noch nicht, erstmal, wenn ich da genug Nahrung herstellen kann. Na, ich habe ja noch Eisen drin. Eisen. Und da noch ein bisschen steiniges Zeug. Wo ist denn jetzt denn das steinige Zeug hier? Da hinein, da gefällt's nicht. Andesit. Cobblestones. Sachen, die man nicht braucht, da kann ich die Pilze gehören zu Pflanzen. Gehen hier rein. Da habe ich nämlich hier eingelagert. 57 Setzlinge. Aber ich glaube, ich gehe dann, wenn ich, sag mal, ein 64er Stack Brot herstellen oder ich habe, dann werde ich dann losgehen. So, jetzt mal hol ich mir ein bisschen Wasser für die Zuckerrohrfarm. Da muss ich dann selber nochmal nach Zuckerrohr suchen. So, das so packen. Hier ist mal ein durchgängiges Wasser. Diese Eimer wieder voll machen. So, erstmal alle Eimer sind wieder voll. Hier kann zum Beispiel die erste Reihe Zuckerrohr hin. Da kann man hier zwei freilassen und hier kommt die nächste Reihe hin. Und natürlich unten direkt Diamant. Aber jetzt werde ich die Diamanten nicht abbauen, da ich mit keinen Diamantmangel habe. Ich habe hier einen weiten Diamantüberschuss, deswegen brauche ich die gar nicht abbauen. Aber wofür könnte ich denn, also gib mir Ideen, wofür ich diese vielen Diamanten verwenden soll, die ich habe. Sollte auf jeden Fall was mit den Diamanten zu tun haben. Die fallen ja keine Ideen, also nicht wirklich, wenn direkt Ideen ein, wofür ich diese Diamanten verwenden könnte. Und jetzt noch hier eine dritte Linie machen. Jetzt soll auch das Potzoll hier weg. Hier überall Erde habe. Und jetzt hier die dritte Etage hier weggraben. Und wieder so viel Diamant hier. Das ist ja unnormal, was hier an Diamanten vorkommt. Wäre schön, wenn ich in der echten Welt sowas sehen würde. Im eigenen Garten würde ich tonnenweise Diamanten haben. Ich würde mir die alle verkaufen, wenn ich dann erstmal 1 Million Euro habe. Die einmal leeren und jetzt die übereinander stapeln kann. Und jetzt kann ich vielleicht nochmal kurz in diesem Part, glaube ich, könnte ich das nicht mal schaffen. 3 Samen hat er gedroppt. Und ich werde mal die fertigen erstmal wieder abbauen. Wir haben nur jeweils einen gedroppt und der hier ist der 3 gedroppt. Jetzt habe ich wieder 5 Weizen und 8 Brote. Also ich habe jetzt, könnte jetzt 9 und es werden 2 übrig. Und diese riesigen Bäume hier, die sind immer so riesig groß. Oder ich gehe mal in ein anderes Biom und habe eine Schere dabei? Ja, ich habe eine Schere dabei. Ich habe mir eigentlich nur eine Wolle gegeben. Weil ich will nämlich 3 Wolle haben. Nur sowieso noch eine Wolle. Weiße Wolle. Ja, nur 4 braune Wolle. Das habe ich ja. Das habe ich eigentlich hier so. Nein, andersrum. Da so rein. Aus der braunen Wolle sollte mal so ein braunes Bett entstehen.
Und erstmal kann ich dann noch ein zweites Bett platzieren. Also ein zweites Bett. Das soll eigentlich dann braun sein. Dann gehe ich nämlich erstmal in näherer Umgebung auf Erkundungstour. Dann finde ich jetzt Zuckerrohr, da ist er direkt schon weg. Ist ja direkt schon etwas. Sobald man was findet, hat man dann Zuckerrohr unendlich auch verfügbar. So, hier gibt es nicht viel. Also hier ist ein Ozean. Hier ist einfach nur Mega-Tiger. Also eigentlich sieht das hier auch nicht so schön für mich aus. Ich würde eigentlich gerne in ein anderes Biom umziehen. Gleich in die Wüste, um da Unmengen Sand abzugraben für eine Pyramide. Hier steht das Haus mittendrin, wie ich alles schon abgearbeitet habe hier. Das ist alles von mir selber alles abgegraben und angeglichen. Theoretisch könnte ich hier noch eine Ebene machen, aber ich will 21 Minuten, das heißt, ich werde den Part beenden. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat. Gebt dafür einen Daumen nach oben. Dann teilt das Video mit ein paar mehr Abonnenten auch leichter bekomme und also abonnieren, dann seht ihr weitere neue Videos von mir. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Bis dann und ciao.